den Wäldern Kaliforniens bis nach Duisburg an den Rhein kam ein Gigant zu uns gewandert in nur einem kleinen Keim. Er wird bis zu 100 Metern hoch und an die 17 Meter breit. Ist er einmal in der Erde, bleibt er dort eine Ewigkeit. Auch wenn man's nicht glauben mag, ist das Feuer angewiesen. Denn erst durch große Hitze kann aus den Samen neu sprießen. Er ist der König der Wälder, schaut auf alle herab. Denn er ist meistens viel älter und das nicht zu knapp. Er kann in seinem Innern zig Familien verstauen. Er ist eines Baumkundlers Traum, der Riesenmammutbaum. Seine Rinde ist besonders, sie wird einen halben Meter dick. Was den Angriff jedes Schädlings direkt im Keim erstickt. Sie ist schwammig und speichert Wasser, drum ist das Feuer auch kein Feind. Und dazu sorgt sie dafür, dass er trotz Kälte noch gedeiht. Von Janan wurde er verehrt, was man am Namen sieht. Sequoia war ein Cherokee, der die Sprache niederschrieb. Er ist der König der Wälder, schaut auf alle herab. Denn er ist meistens viel älter und das nicht zu knapp. Er kann in seinem Innern einen Wohnkomplex bauen. Er ist seines Baumkundlers Traum, der Riesenmammutbaum. Damals nicht die Eiszeit her, dann wäre er heute noch Europäer. Stattdessen musste man ihn importieren. Seitdem kann er auch hier als Riese, der unsere Geist bewahrt. Jahre alt. Er ist der König der Wälder, schaut auf alle herab. Er ist meistens viel älter und das nicht zu knapp. Er kann in seinem Innern zehn Familien verstauen.